Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen zu meinem neuen Hut. Ich muss euch das sagen, weil es euch vermutlich gerade total verstört hat. Ich habe jetzt einen Hut, das liegt daran, dass ich die letzten Tage bei Sille verbracht habe und er unbedingt mir beweisen wollte, dass es einen Hut, eine Hutform gibt, die mir passt und es ist ein spanischer Reiterhut. Ja, genau, also ich habe jetzt einen Hut und jetzt können wir uns um das wirkliche Thema kümmern. Also ich sitze jetzt auch in meinem neuen Studio, das ich mir gebaut habe. Ich bin noch nicht ganz fertig, da kommt noch ein bisschen dazu. Aber da ich ja sehr aktiv bei Twitch bin, war das jetzt absolut notwendig und ich denke, es macht ein bisschen was her. So, jetzt aber Corey Taylor, Corey motherfucking Taylor, der ist sicherlich einer der smartesten und bekanntesten Menschen dieser Szene. Ich habe ja seine Lebensweisheiten bereits in einem Video gepreist. Und ich muss sagen, ich würde mich echt freuen, ihm irgendwann mal persönlich zu begegnen. Dass das ja momentan so ein bisschen schwierig sein könnte, das muss ich keinem von euch mehr erzählen. Slipknot wären ja diesen Sommer auch kräftig unterwegs gewesen, also ich hätte ihn tatsächlich sehen können. Aber naja, gut, okay, wir wollen nicht darüber sprechen. Durch das letzte Album haben sie natürlich weltweit wieder sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass sie nicht nur einer der einflussreichsten Acts dieses Genres sind, ja, also Metal allgemein, seit den frühen 2000ern, sondern auch zu ihrer Hochphase eine der bekanntesten Bands dieses Planeten waren. Warum Slipknot so groß geworden sind, das lässt sich auch nicht einfach so anhand eines Merkmals, eines einzelnen Merkmals festmachen. Und das ist auch nicht Ziel dieses Videos. Ja, es sind nicht nur die Masken, die Musik, die genau den Nerv der Zeit getroffen haben. Es ist nicht nur das Image oder Coreys Stimme, es ist alles zusammen und noch viel, viel mehr. Ja, und gerade Coreys Stimme, die konnte man nicht nur bei Slipknot hören, sondern auch, und das tatsächlich schon länger als bei Slipknot, bei Stone Sour. Stone Sour mochte ich persönlich wirklich auch sehr gerne und Looking Glass beispielsweise. Das kann ich nicht nur mitsingen, da breche ich auch regelmäßig in Tränen aus. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh no, it feels like forever, no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Ja, noch weine ich nicht, noch nicht. Allerdings sind Stone Sour nun für einen unbestimmten Zeitraum auseinandergegangen, um eigene Projekte zu realisieren. Und eins dieser Projekte ist Corey Taylors One-Man-Show CMFT, Corey motherfucking Taylor. Und ich muss zugeben, ich hatte hohe Erwartungen. Ha, das ist jetzt ein Cliffhanger. Vorher muss ich euch nämlich noch was Krasses erzählen. Julian motherfucking Bam besucht mich morgen 18.30 Uhr auf Twitch mit seinem Produzenten Vincent Lee und wir sprechen über Influencer-Musik und wie man den Quereinstieg schafft. Ich glaube, das wird mega spannend. Schaut gerne vorbei. Den Link findet ihr unten. Folgt mir da gerne und grundsätzlich besuchen mich da ja mehrmals pro Woche Bands und Künstler. Ich bin jetzt mit allen großen Labels im Gespräch, auch ihre größten Künstler vorbeizuschicken, sodass es bald auch regelmäßige englische Streams geben wird, vermutlich auch mit Matt von Trivium. Deswegen bin ich gar nicht so unzuversichtlich, dass ich Corey Taylor dieses Jahr trotzdem noch irgendwie treffen werde, zumindest auf Twitch. Das ist Content, den ihr hier übrigens auf YouTube nicht zu sehen bekommen werdet. Ihr müsst dafür bei Twitch vorbeischauen. Ja, und je mehr von euch vorbeischauen, desto krasser sind die Gäste, die ich bekomme. Ich weiß, dass viele von euch Twitch nicht kennen, aber es ist echt kein Hexenwerk. Ne? Dazu müsst ihr nur einmal kurz da draufklicken, euch registrieren und schon könnt ihr zusehen. Easy as that. Und wenn ihr mal eine Live-Sendung verpasst habt, nicht so schlimm. Die werden nämlich eine ganze Woche gespeichert und ihr könnt sie jederzeit nachschauen. Also ihr müsst nicht immer online sein. Heute Abend 20 Uhr bin ich übrigens live und teste mein neues Studio, also das, was bis jetzt schon angekommen ist. So, jetzt aber zurück zu Corey motherfucking Taylor. Was man wirklich mal erwähnen muss, ist, Corey Taylor fällt uns meistens auf, weil er irgendwie zu allem was zu sagen hat. Und ich habe just gestern erst gelesen, dass er gerne noch härtere und düstere Musik mit Slipknot machen wollen würde. Er wäre bereit dazu, ja, jederzeit. Beinahe gleichzeitig fiel mir auf, dass Corey gerade wieder neue Musik gemacht hat. Ich habe davon tatsächlich nicht viel mitbekommen und habe mich gefragt, wie kann denn das eigentlich sein, dass wenn Corey Taylor Musik veröffentlicht, ich das nicht sofort mitbekomme? Ich kenne die Antwort. Niemand möchte darüber sprechen. Und ich möchte auch nicht viel dazu sagen, ich habe euch aber die lustigsten Kommentare unter seinem neuen Song CMFT Must Be Stopped ausgegraben, die perfekt zusammenfassen, was da passiert ist. Das ist also Corey Taylors Intro-Musik, wenn er jetzt seine neue Karriere als Wrestler startet. Und dazu muss man ja sagen, Diversifikation, meine lieben Freunde, ist das, was wir gelernt haben während Corona-Zeiten. Wir müssen einfach lernen, uns in vielen verschiedenen Bereichen aufzustellen. Ich dachte ja auch immer, dass ich sehr divers aufgestellt wäre, ne? Und dass ich da mich krisensicher irgendwie gemacht hätte, bis mir aufgefallen ist, scheiße, es ist alles von Events abhängig. Tja. Und Corey Taylor ist ein großer Wrestling-Fan, also ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass da was passiert. Jetzt mache ich nicht, da fällt's raus. Oh, meine Lieben, jetzt muss ich den Hut aber mal absetzen.
Boah, sonst sterbe ich hier vor Hitze. Na, also irgendwo muss es auch mal vorbei sein mit der Mode. Also bevor man stirbt, so knapp davor. Update, Corey Taylor gewinnt die Corey Taylor Medaille für Corey Taylor sein. Und da muss man sagen, Corey Taylor spielt ja in einer ganz eigenen Liga und er hatte halt auch wenig Konkurrenz, ne? Und deswegen, die Frage ist, was denkt Corey Taylor darüber? Und da, ich habe mich das schon immer gefragt, wer war zuerst da? Der Reporter, der sich gedacht hat, ich wüsste gerne zu allem Corey Taylors Meinung, oder Corey Taylor, der sich gedacht hat, ich habe gerade eine Meinung zu irgendwas, ich sollte schnell mal Loudwire anrufen. Es ist schon beeindruckend, dass er es tatsächlich hinbekommt hat, einen Scheißhaufen zu platzieren, der so riesig ist, dass man sich einfach nur fragt, ja, beeindruckt, wie kann es sein, dass dieser Scheißhaufen so groß ist? Ich finde, selbst wenn das, was man produziert, doof ist, kann man ja immer noch etwas so Doofes produzieren, dass es wieder krass ist. Dann ist es zwar doof, aber krass. Und ich glaube, genauso ist es mit Sharknado gewesen. Es war so bescheuert, dass sich alle gedacht haben, what the fuck? Wie bescheuert kann etwas sein? Ja, und Corey Taylor hat hier scheinbar den Sharknado des Metal-Ego-Trip-Musik-Olymps platziert. The Midlife Crisis Dead Energy is strong as fuck with this one. Das brauche ich nicht mal übersetzen. Das spricht für sich. Und ich glaube, ich bin ja gerade noch in meiner Quarter-Life-Crisis, deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen. Aber ich denke, naja, wenn sich Corey Taylor halt so überlegt, früh morgens beim Aufstehen, was mache ich jetzt? Werde jetzt Bestseller-Autor, spiele jetzt in einem Hollywood-Film mit, kriege jetzt einen Grammy. Ist halt langweilig, hat er alles schon gemacht, deswegen macht er jetzt einfach das. Also ich glaube, Corey Taylor hat auch einfach fast keine Idee mehr, was er jetzt einfach noch machen und gewinnen kann. So. Hat er alles schon. Und deswegen kann er auch einfach mal so einen Song droppen, der alle offendet. My name is Corey Taylor. This song is about Corey Taylor called Corey Taylor Must Be Stopped. Performed by me, Corey Taylor. Did I mention my name is Corey Taylor? Corey Taylor. Ja, es ist aber auch ein wahnsinnig einprägsamer Name. Ne? Corey Taylor, Corey Taylor, Corey Taylor, Corey Taylor, Corey Taylor. Ich glaube, wenn man es dreimal hintereinander in den Spiegel spricht, erscheint dir Corey Taylor. Dieser Song klingt, als wäre er von Coreys Fedora geschrieben worden. Tja, ich frage mich ja, wie ein Song klingt, wenn er von einem spanischen Reiterhut geschrieben werden würde. Aber ich glaube, dann wäre es eher so Me and That Man Ding, weil das ist eigentlich schon fast der Hut, den Nergal trägt. Man könnte jetzt behaupten, dass ich von Nergal inspiriert worden wäre. Ja, es gibt also 70.000 Menschen, die wollen, dass Corey Motherfucking Taylor gestoppt wird. Und dann gibt es 7.300, die wollen, dass Corey Taylor aufhört. Ich finde diese Videos immer schwierig, unter denen man nicht weiß, ob man jetzt ein Like oder ein Dislike geben muss, weil der Inhalt das nicht so richtig klarstellt, was man damit bewirkt. Und dieser Kommentar drückt diese Verwirrung einfach aus. Ah, der ist so herrlich. I had to watch Rebecca's Black Friday to get this out of my head. Ich glaube, ihr kennt alle den Song Friday noch. Es gibt ganz viele krasse Coverversion und Verarschen davon. Es ist, glaube ich, offiziell einer der schlimmsten Songs, der jemals produziert wurde. Aber er ist dummerweise auch total catchy. Und ich glaube, er wirkt sehr gut gegen einen Ohrwurm. Das ist quasi, als ob man sein Haus sprengt, weil man seine Nachbarschaft nicht mag. He became what he hates. Fred Durst. Und ja, man muss tatsächlich feststellen, dass wir uns gerade wieder so in so einer Kurve befinden, wo Rap und Metal so den hier machen. Das ist das Ergebnis von zu vielen Loudwire-Artikeln mit Corey Taylor. Ich sag's ja. Ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der da ein Problem damit hat, aber the riffs in this song sound like they can be the background music of a Home Depot or truck ad. Jede Musik hat ihre Berechtigung und auch zielgruppenorientierte Musik hat ihre Berechtigung. Na, und wenn deine Zielgruppe Wrestling-Fans sind, dann sind das entweder Viertklässler oder Home Depot-Fans. Passt doch. Das ist quasi wie etwas, was man mit seinen Freunden im Suff beredet und dann wirklich tut. Ich hatte schon so viele gute Ideen im Suff. So viele gute Ideen. Und ich bin mir sehr sicher, wenn man davon irgendwas umgesetzt hätte jemals, es wäre großartig geworden. Ja? Also nur weil man besoffen ist, warum sollten die Ideen denn dann schlecht sein?
Ich widerspreche komplett. Wenn man Kid Rock auf Wish bestellt. Ich habe da letztens Würfel bestellt. So für Magic. So die kleinen Würfel. Und ich habe Würfel bekommen, die... Ich hätte nicht gedacht, dass es so... Also, hier, ne? Das ist der Würfel. Danke, Wish. Danke für diesen durchaus sehr nützlichen Würfel. Ein Glück, dass ich davon 100 bekommen habe, weil jedes Mal, wenn du den Würfel würfelst, verschwindet er vermutlich einfach. Wish.com, Beste. This is it, guys. Sit back and watch him descend into madness. Es ist eigentlich eine ganz interessante Feststellung, ne? Die Frage ist, wenn du alles erreicht hast, wenn du ganz oben bist, wenn du der Größte bist, drehst du einfach irgendwann ganz automatisch durch und ist das jetzt das Zeichen, dass er durchdreht? Also er hat schon dargestellt, dass es kein Joke ist und dass es keine Satire ist. Er meint das wirklich ernst, was er da macht, ne? Ähnlicher Kommentar, anderes Setting. Why is Corey Taylor trying to be Walmart's version of Body Count? Wie sagte man dazu immer? Plastikgangster. Ja, meine lieben Freunde, ich glaube, ihr habt so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie so das Echo der Fans in den Social-Media-Beiträgen ist, beziehungsweise direkt unter dem Video, und das sind teilweise die Most-Like-Comments. Klar hagelt es von allen Seiten Kritik, auch weil zwei Rapper mit an Bord sind, Tech9 und Kid Buki. Ich bin ja oft mit laut.de einer Meinung, und die schrieben beispielsweise zum Refrain: Das wirkt entweder wie vollkommen unbegründetes Alpha-Tier-Gehabe oder, wenn man es eher augenzwinkernd versteht, peinlich. An der Stelle muss ich jedoch ein kleines bisschen widersprechen. Es ist begründet. Wenn jemand in dieser Szene, in diesem Genre dicke Eier haben darf, dann ist es vermutlich Corey Taylor. Die Frage ist nur, kommt das gut an? Das ist ja alles genauso Show wie Wrestling oder Rap. Ja? Normalerweise ist uns hier in Deutschland dieser Ego-Tour, vielleicht auch grundsätzlich in der Metal-Szene, diese Ego-Tour jetzt nicht sehr sympathisch. Aber andernorts ist das ja durchaus akzeptiert und Teil dieses Stils. Wenn nicht sogar geschätzt, das amerikanische Presseecho ist daher auch deutlich besser, wenn nicht absolut überschwänglich. Wie dick Coreys Eier wirklich sind, erkennt man auch daran, dass er quasi jeden Promi vor die Kamera gezerrt hat, den er finden konnte. Damit natürlich auch nochmal untermauert, wie unstoppable er wirklich ist. Ich persönlich finde den Song mal ohne alles drumherum, wenn man Corey Taylor wegnehmen würde, wenn man die ganzen Gaststars wegnehmen würde, fände ich diesen Song alleine schon relativ lame. Ja, es ist so eine Mischung aus Modern Metal, klassischem Hard Rock und Rap, aber er hat nicht so eine krass heroische Wirkung, aber auch keine richtig melodische. Also mir bleibt er nicht im Kopf. Und ich finde ihn auch nicht beeindruckend. Und mal unabhängig von diesem Flexen, was er da betreibt, ich finde den Song einfach nicht besonders gut. Aber im Vergleich zu Black Eyes Blue, der andere Song von seinem upcoming Album, den er veröffentlicht hat, ist der Song richtig gut. Richtig, weil das ist tatsächlich ein Radiosong, der selbst für Radioverhältnisse sehr, sehr ruhig ist. Also, man darf gespannt sein. Vielleicht war das jetzt mehr oder minder auch der Versuch von Corey Taylor, uns so ein bisschen zu triggern. Ich hoffe nur, dass da noch ein bisschen mehr wirklich hervorsticht von der Musik und dass es nicht so ein durchweg sehr mediokres Teil wird, weil das würde dem, was wir von Corey Taylor erwarten, nicht entsprechen. Und das ist eben das Problem. Wenn man eine übermenschliche Figur ist, muss man auch Übermenschliches leisten. Ich bin gespannt. Wir werden uns dann auf jeden Fall das Album geben, wenn es soweit ist. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal auf das, was jetzt auf Twitch stattfinden wird. Ich bin nämlich auch ziemlich aufgeregt und würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und wie gesagt, es gibt dort viel, viel mehr und tatsächlich auch sehr, sehr spannenden Content, den ihr hier auf YouTube nicht mehr sehen werdet, weil es einfach eine komplett andere Art der Videoproduktion ist. Ne? Ich kann kein 4-stündiges Interview mit Ginger beispielsweise, die für die nächsten Wochen geplant ist, kann ich hier nicht auf YouTube hochladen. Dafür ist Twitch dann perfekt. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag und vielleicht sogar Mittwoch in Zukunft bin ich da online. So, eure Meinung zu Corey Motherfucking Taylor Must Be Stopped und generell dem, was ihr bis jetzt davon gehört habt. Und generell Corey Taylor. Schreibt es mir dort in den Kommentaren. Und vor allen Dingen eure Meinung zu meinem Hut. Ja, ich finde nämlich, dass ich tatsächlich mit Silles Hilfe den Hut gefunden habe, der mir steht. Der einzige. Ich kann es euch wirklich sagen. Das ist die einzige Art von Hut, die zu dieser Brei-Love, wie man bei uns sagen würde, passt.